Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Nein. Nein, 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 nein! Was empfangen Sie? Hören Sie sich das an, Commander. Eine Notruf-Endlosschleife von einem Kommunikationsturm. An alle anfliegenden Schiffe. Die Citadel wird angegriffen. Landen Sie nicht. Cerberus kontrolliert alle Docks. Benachrichtigen Sie die Citadel-Flotte. Schicken Sie Verstärkung zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Klang wie Commander Bailey. Wo soll ich die Normandy hinbringen? Andocken fällt aus. Wir nehmen das Shuttle. Los, Richtung Hauptquartier von C-Sicherheit. Zu Befehl, Commander. Bailey, wie schwer sind Sie verletzt? Ich bin in Ordnung. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wurde aber auch Zeit, dass die Kavallerie eintrifft. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf, sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel, sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Die Ratsherrin könnte im Büro des Executors sein. Eine Position, die sich gut verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los!
Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Sicherheitstüren wurden zu ihrem eigenen Schutz abgeriegelt. Natürlich. Ridgefield! Lamont! Sind Sie am Leben? Könnten Sie bitte nicht jeden alarmieren? Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht erregen, gelingt mir das auch nicht. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Executors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Bailey, den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Verdammt! Also
Meister. Wenn Sie die Leiche der Ratsherrin nicht finden, schreiben Sie sie nicht gleich ab. Hab sie gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie sie in Sicherheit. Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle. Drei gegen einen. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Dafür werden Sie bezahlen. Täter. Er entkommt. Er ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherren. Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Ich habe die Position des Rats. Ich sende Sie an Ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Was?
Okay, ich bin im Schaft. Festhalten. Das wird eine schnelle Fahrt. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Auf Nimmerwiedersehen. Achtung, Phantome! So muss es sein! Shepard, schlechte Nachrichten. Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Da kommen Sie! Shepard blockiert uns. Er gehört zu Cerberus. Udina, ich kläre das. Shepard, Waffen weg. Ich bin wegen Udina hier. Sie können sich raushalten. Nein, nur ich bin noch übrig. Shepard hatte zugegeben, für Cerberus zu arbeiten, und das ist sicher immer noch so. Ich sag's ungern, aber da hat er recht. Hier sehen Sie die Ratsherrin Eschiel im Hauptquartier von C-Sicherheit von Commander Shepard erschossen wird. Dafür werden Sie bezahlen. Brauchen Sie noch mehr? Es ist Commander Shepard. Ich muss sicher sein. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Die Waffe wegstecken, Soldat. Verdammt, Ash! Ratsherr, die Tür! Ashley! Verdammt, Ash! Er gehörte zu Cerberus. Genau wie Sie. Ich hoffe, die Reaper machen Sie fertig. Commander! Zurück! Ich decke Sie, falls Sie durch die Tür kommen. Die Tür! Bailey? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber Sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als Sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat Sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard.
Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Proganern, das ich nie hinbekommen habe. Für ihr Leben wurde ein hoher Preis bezahlt. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Dieselbe VI hat Udina vermutlich manipulierte Aufnahmen von Ihnen verschafft. Der Typ ist ein Profi. Aber er ist sterblich. Er wird einen Fehler machen. Da wäre ich gern dabei. Wir haben heute viele gute Männer verloren. Ich muss mich um die Verwundeten kümmern. Passen Sie auf sich auf, Shepard.